Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 im Waldstätter Tal. Ja, ich stehe hier am Fahrzeughändler. Grund dafür ist, ich habe meine alte Sämaschine gebracht, gute Dienste geleistet. Die andere habe ich schon offscreen geholt. Er hatte da noch zusätzlich noch eine. Bin Bent ein Motorupgrade gemacht auf 280 PS, deshalb auch mein Kontostand. Hat der Grund, die Sämaschine braucht 340. Nee, ich habe das offscreen gemacht, weil den Tio, den Sinan, geht es heute nicht so gut und der kam mit nur kurz online, hat das gemacht und geht jetzt wieder ins Bett. An der Stelle auch nochmal gute Besserung. Ja, jetzt schon wieder. Jo, wir sind heute ein bisschen unterwegs mit Ansehen. Wir testen natürlich die neue Sämaschine. Richtig gespannt, wie die so läuft an den Hängen. Oder vor allem auch der Fendt. So. Jetzt ganz alleine hier hoch. April, also wir haben noch gut Zeit. Ich glaube, die Ansaat kann ich bis Mai machen. Also ich habe eigentlich noch 3 Tage Zeit, aber morgen haben wir Nationalfeiertag in der Schweiz. Da ist nichts mit Zocken. Hab dann eine Verabredung. Und deshalb bin ich jetzt. Haben heute auch keine Folge. Heute ist Sonntag, genau. Ich habe gestern eine aufgenommen, aber ich war einfach zu müde, das Ganze noch zu schneiden. Deshalb dachte ich, jo, die kann ich morgen rausklatschen und jetzt noch eine machen für übermorgen. Und dann sind wir wieder auf dem neuesten Stand. Der Hacker ist echt. Wobei, meinen Case hier mag ich echt. Ich finde es eine coole Maschine. Habe ich damals auch einen 19er schon oft gehabt. Finde es einfach, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Hat voll ausgebaut. Viel Leistung für wenig Geld. Und von dem her ist eigentlich eine super Maschine. Und wobei ich meinte, dass das Modell im 19er hatte noch eine Frontladerkonsole, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Kurze Redepause. Polizei fährt vorbei. Zum Glück haben die nicht angehalten. Nicht, dass der Rassi plötzlich vor der Tür steht. Auch schon wieder zu Hause. Ihr seht, da bin ich schon bereit. Hab schon alles vorbereitet. Was für ein Riesengeräte. Im Gegensatz zu alten. Also zur alten Sämaschine natürlich, ne? Ach, jetzt hat man die gute Laune. So, ist der auch schon bereit. Was hat es hier noch drin? 209 Liter. Die sollten da eigentlich noch reinpassen. Laden wir die noch kurz ein.
Und ich denke, dass dann da die 2600 Liter locker reichen sollten für die Felder. Und sonst haben wir ja dann noch in der Halle drin. Gut. Lapp mal das gute Stück mal aus. Habe ich vorher schon ausgewählt, welches, weil ich weiß, dass ich vergesslich bin. So. Dann los mit 8 Meter. Weiß gar nicht, hat die. Schau mal kurz. Die ist. Die hätte sogar eine Direktsaat. Was für ein geiler Typ bin ich denn? Das heißt, wir können uns einen Arbeitsschritt ersparen. Bis jetzt musste ich ja immer grubbern. Ich vermute auch, dass ich nach dieser Aussaat fliegen muss. Wenn ich das alles richtig durchkalkuliert habe, das war ich da zusammen. Dann ist, glaube ich, grubbern dran, Flügen dran. Das ist eine prima Arbeit für den Winter. Weil da der Boden so schon hart ist. Haha. Nee, bin ich mir aber auch am. Nee, warte mal, hatte ich nicht schon einen der breitesten Flüge? Flüge. 3,5 Meter. Der U087. Flüge. Eineinhalb Meter. Gut, da braucht 450 PS, 360, 300. Nö, da. Wenn wir noch so einen kaufen. Wenn ich dann mal einen Mitarbeiter habe. Nee, falls jemand Bock hat, über 18 Jahre ist, oder 18 plus, sage ich jetzt mal, wir suchen immer noch Leute. Insbesondere auch Mitarbeiter für meinen Hof. Und den Forst suchen wir, glaube ich, auch noch jemanden. Kann man überlegen. Und ganz bestimmt jemand fürs LU, weil der nette François Delacroix, der meldet sich einfach nicht mehr. So irgendwie eine Mode geworden. Kommt auf den Server. Lebt sich im Team ein bisschen ein. Richtet seinen Hof ein. Und dann, puff, keine Antwort mehr. Also ich möchte lieben Sebastian da nicht ans Bein pissen oder so, aber ist schon nicht die feine. Ach, den Wortwitz, französische Art. klar, es kann auch andere Gründe haben. Ist mir vollkommen bewusst. Aber wenigstens eine kleine Nachricht. So, hey, der hat momentan dies, das, Ananas, ne? Ich komme erst in 2 Wochen wieder. Da für uns alles kein Problem. Aber dann halt immer die sorry der Ausdruck, aber scheiß Ungewissheit. Man kann sich ja auch nicht auf die Leute verlassen, so. Also Sebastian, falls du das hörst, melde dich bei mir. Wir müssen reden.
Nee, natürlich suchen wir jetzt schon ein paar neue Gesichter, die dann jetzt hier noch ein bisschen mitspielen, sich ans Team gewöhnen und dann auch auf der neuen oder im neuen Projekt dann mitmachen. Ja, natürlich schon nice. Da noch ein paar gute zu finden. Man braucht auch keine wirkliche RP-Erfahrung. Wir sind in dem Gebiet locken wir zusammen. Seit Februar. Die meisten ohne RP-Erfahrung. Und das läuft eigentlich ganz solide, sage ich mal. So, da bin ich wieder. Hat kurz Telefon geklingelt. Mein Vater hat angerufen. Hab das total vergessen. Der ruft immer Sonntagabend um diese Zeit an. Ja. Muss ich kurz springen. Schneide ich aber raus. Für euch ist es nur ein Bruch. Jo, wo waren wir? Genau, neue Teammitglieder. Können wir eigentlich immer gebrauchen. Kann man sicher auch mal eine Discord-Einladung schicken, kann man da ein bisschen quatschen. Wenn es passt, gibt es dann DS. Irgendjemand ist immer da von uns, wenn man da mal ein bisschen schnuppern könnte. Wer Bock hat, die Anforderungen erfüllt, die Anforderungen habe ich glaube ich schon letztes Mal gesagt, ja, kann man ja dann schauen, ja, also meldet euch, könnt auch einfach hier in die Kommentare hauen, würde uns natürlich freuen, ein paar neue Gesichter zu hören. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Ein paar neue Gesichter zu hören. Ja. Ja. Bringt wieder ein bisschen neuen Schwung in unser Team. Ich vergesse immer den Ventilator auszumachen. Macht euch dann so ein ganz komisches Hintergrundgeräusch. In den ersten paar Minuten war er leider an. Tut mir leid. Kann es aber gehen. Bei den Temperaturen sowieso. Weil sonst klebt man irgendwann im Stuhl. Ich muss sagen, bis jetzt auf dem Feld läuft es solide mit dem mit der Sämaschine. Auch der Trecker mag das gut wegstecken. Aber ich denke, nachher in den Hängen wird er schon ein bisschen mehr Mühe haben. Müssen wir dann mal schauen. Zwar 40 PS mehr, aber ja, 40 PS mehr bringt ihr in den Hängen auch nichts. Vermute ich jetzt mal. Ich sag, da brauchst du schon 100, 150 PS mehr. Aber da sind wir dann locker bei einer Maschine für 300.000. Und das kann ich mir zurzeit nicht leisten.
aber es sind dann bald wieder Kühe verkaufen dran. Das bringt wieder ein bisschen Kohle. Ich werde mir überlegen, ob ich die im Juni verkaufe. Und dann mir aber gleich neue hole, weil mein Stall ist ja voll. Ich habe 8 Milchkühe und 72 Fleischkühe. Und wenn ich da nicht aufpasse, machen die, die Milchkühe Babys. Und dann muss ich erst die Babys loswerden. Kälber. Und das bringe ich nicht übers Herz. Oh Mann, ist definitiv zu warm. Hoch. Hey, halt. Oh, hoch. Hey, hoch habe ich gesagt. So. Das ist mal so. Also ich werde jetzt nicht die ganzen 4 Felder noch mit euch ansehen, weil sonst haben wir 10 Folgen nur mit Säen und Walzen. Ich mache so wie gestern mal eine Folge und werde dann das Ganze ansehen und am Schluss walzen. Und wenn ich euch dann wieder zunehme, ist alles gemacht, dann Mai. Alles beginnt zu wachsen, gedeihen, überhaupt fröhlich. So das Übliche halt, ne? Läuft wunderbar. Ich glaube, nachher ist das schwer gefällt, weil ich das unbedingt wissen, wie das funktioniert. Nimmt einen ja selber auch runter. Aber Sorghumhirse, wenn ich jetzt da oben links schaue, 14 Körner pro Quadratmeter. Das ist echt nicht viel. Es gibt da anderes Getreide, da haut man da 200 Körner oder so raus und da 14. Also ich kenne mich ja mit solchen Werten in der Landwirtschaft überhaupt nicht aus. Aber ich sage jetzt mal, 14 Körner sind nicht viel. Gibt ja dann auch mindestens... ich weiß halt nicht, wie Sorghumhirse wächst. Gibt das da aus einem Korn nur einen Stängel, der dann oben so ein paar Knochen hinaussagt, dran hat oder gibt das wie so ein Busch? Muss man uns mal anschauen, wenn das hier ein bisschen gewachsen ist. Ich kenne ja auch Sorghumhirse überhaupt nicht. Also sagt mir jetzt so nichts. Ist das normale Hirse oder eine Unterart der Hirse? Keine Ahnung.
Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, wenn das einer weiß. Ja, immer sehr wissbegierig, das zu lernen. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja zeitweise auf dem Land aufgewachsen. Bin da mit 7 oder so ist erstmal auf dem Trecker gesessen. Aber in den jungen Jahren lernt man nicht so viel. Vor allem das auch. Ich war halt da bei meiner Familie. Die haben da auf dem Land gewohnt und nebendran hat es einen Bauernhof gehabt. Und immer wenn wir Scheiße gebaut haben, mussten wir auf dem Bauernhof arbeiten gehen. Wir haben da einmal einen Bach gestaut. Halt so typisch, was halt so Kinder tun, ne? Wenn sie jung sind. Und wir haben, da war so halt ein Bachlauf zwischen zwei Feldern. Und da war ja etwa so einen Meter tief der Bach unten. Also der Bach nicht, aber der Graben. Und wir haben den halt so gestaut, dass wir haben da halt eine richtige Staumauer gebaut. Und ging dann Mittagessen. Die ahnen schon, wo es rausläuft. Ja, irgendwann während des Mittagessen hat halt der Bauer plötzlich geklingelt und hat sich dann herausgestellt, dass wir den Bach so sagt man das? So meisterhaft gebaut haben, also gestaut haben, dass der halt da kam wachsen fast nichts mehr durch und da hat die Felder überschwemmt. Zum Leid des Bauerns natürlich. Und dann mussten wir da gerade in den Ferien und dann mussten wir das Ganze zurückbauen natürlich. Aber wir mussten auch eine Woche auf dem Bauernhof arbeiten gehen. Hat mir einen riesen Spaß bereitet. Ich glaube, meine Cousins nicht so. Also, ist eigentlich auch so ein bisschen das Interesse zur Landwirtschaft entstanden. Denke ich jetzt mal. Bin ich nicht auf der anderen Seite gefahren. Da muss er kämpfen. Ja, da war ich halt öfters zu Besuch in den Ferien meiner Familie und hat öfters auch auf dem Bauernhof. Aber war eigentlich ganz ein cooler Bauer da. Bisschen älterer, aber der hat das voll verstanden. War ja auch mal jung. Und hat immer gesagt, ja, lass die Kinder bei mir arbeiten und dann passt das. Früher war das halt auch nicht so, dass man gleich immer die Polizei geholt hat und Strafanzeige und so, sondern also zu meiner Zeit. In der Zwischenzeit sind ja teilweise 6-Jährige schon vorbestraft. Und finde ich, es sind halt immer auch die Erwachsenen mitbeteiligt, was man draus macht. Also mit den ganzen Gesetzen und so, aber ist schon heftig.
wenn du dich nicht mal daran erinnern kannst, was du gemacht hast, aber quasi eine Jugendstrafe hast. Das erwünscht man eigentlich niemandem. Wie gesagt, das gab es zu unserer Zeit alles noch nicht. Zum Glück. Ich konnte mich halt auch immer gut rausnehmen. Meistens. Jo. Mache ich danach noch das ganze Zeug hier fertig ansehen. Müsste ich eigentlich auch mal einsammeln. Irgendwann gibt es Stress da wegen der Ecke mit dem Strom. Dann wird irgendeiner zu mir kommen: Herr Hirsch, wieso liegt hier Stroh? Ich weiß auch schon, was ich dann sagen werde. Warum haben Sie eine Maske auf? Ah, der ist wirklich da. Muss ich nachher querfahren. Seht ihr, das meine ich mit den 40 PS? Bringen einfach gar nichts. Bringen vielleicht was, dass ich jetzt statt 3 km/h oder 2 km/h 5 km/h fahre. Aber schlussendlich viel bringt das nicht. Deshalb aber in meinem Hof nützt jetzt ein bisschen was. Von dem her alles gut. Mal schauen, ob ich was noch so zu machen ist. Je nachdem. Verlade ich dann heute noch die Eier oder dann erst komme ich wieder? Dienstag? Ich kann ja mit dem Bio noch eine. War jetzt nicht so schlau abgedreht. Die Richtung. Könnte theoretisch auch schon den Helfer ran lassen, aber möchte ich nicht. Ich habe mir gesagt, wenn es irgendwie geht, werde ich ohne Helfer arbeiten hier. Und das ziehe ich auch durch. Und ganz ehrlich, bei den Feldgrößen, da braucht man eigentlich keinen Helfer. Ich mache hier mal durch.
So ein bisschen habe ich das Gefühl, das Schlimmste fällt mir. Gefühlt 20.000 Steigungen, die verschiedenen Winkeln, Formen und manchmal auch Farben. Ach, was ich noch gesehen habe, noch kurz zum Schluss. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, doch. Irgendjemand hat hier oben alles abgemäht. Und zwar bis an meine Grundstücksgrenze hin. Finde ich nicht so cool. Vor allem, weil ich ja den Bürgermeister angefragt oder anfragen wollte, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich dieses Stück hier auch noch mitmähen kann. Ja, ist jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das irgendwie verpachtet wurde oder das illegal. Ich habe keine Ahnung. Aber ich vermute jetzt mal, das wird der eine oder andere auch bestimmt merken. Und vielleicht muss ich mal ein bisschen rumfragen, wer das war. Vielleicht war auch der Bauhof hier. Kann natürlich auch sein. Oh, oh. Nein, bitte nicht. Das ist der Wappenschwanz. Meine Lieben, wow. War nicht Serverabsturz. Okay, das ist wow. Seht ihr, wie stabil das Ganze ist? Jeden anderen Trecker hätte es zerrissen. Meiner hält das aus. Die gute alte Fendt-Qualität. Jo, aber ich denke, wir machen mal Feierabend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir immer ein Abo und ein Däumchen da. Würde mich sehr freuen. Und ja, überlegt euch, ob ihr Bock auf das Projekt hättet. Und ja, dann macht's gut. Tschüss.